Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, ja, wir kommen jetzt mal heute zurück auf die Nebenbahn im Remo-Treffen in Kloppenburg. Ja, wir haben ja im ersten Teil schon den ganzen Verkehr in Possenhof gesehen. Heute schauen wir uns mal die Strecke an. Hier nochmal den von mir bunt gefärbten Arrangementplan. Es geht also heute um den grünen Bereich. Und ich habe euch beim zweiten Teil, als ich das hier zum ersten Mal gezeigt habe, leider eine Betriebsstelle verschwiegen. Das ist dieser Abzweig von der Hauptbahn zur Nebenbahn. Der nannte sich Oberdüssel und muss ich erwähnen, weil er gleich zu sehen ist, zumindest der Fahrdienst leider. Das Ganze beginnt hier in Sternschanze, von wo aus dieser Abzweig gesteuert wird. Einfach deshalb, damit sich sozusagen der Abzweig nicht mit Breslau telefonieren muss, sondern dass die sich ja absprechen können, ohne dass sie großartig zum Telefon greifen müssen. Ja, hier haben wir dann Breslau, wo hier gerade wenn der Lok vorbereitet wird, dass er dann hier vor einen Personenzug oder vor einen Eilzug kommt, um den so von der E-Lok den Zug zu übernehmen. Ja, das ist das Vorfeld, das ist nochmal noch ein bisschen elektrischer Betrieb. Die Bahnhofshalle, also angedeutet zumindest, kann man natürlich jetzt hier nicht weiterziehen, weil man dann natürlich hier in dem Schattenbahnhof überhaupt nicht arbeiten kann. Die Fangeinrichtung für die Stromabnehmer, ja, das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen, wie das gebaut ist. Wer also vorhat, sowas zu Hause auf der Anlage zu bauen, hier ist ein bisschen eine Anregung dazu. Ja, und ab und zu gab es auch mal ein bisschen Chaos, wie in dem Fall, wo jetzt hier der Schnellzug eigentlich auf den Güterzug aufgefahren wäre. Im Vorbild, da hat er wahrscheinlich genug Geschwindigkeit gehabt. Und ja, hier ist das die Arbeit des Fahrdienstleiters, der also hier sich die einzelnen Züge hier aufschreibt und dann abkreuzt, was er alles mit dem Zug angestellt hat, ob er ihn gemeldet hat, ob er durch ist, ob er, was weiß ich, Schluss dran war, ob er ihn zurückgemeldet hat, dass auch die andere Betriebsstelle weiß, na, wobei sie dort natürlich den Blockkasten haben. Na, die fahren ja mit Block, der eigentlich das Rückmelden dann übernimmt. Ja, und hier haben wir jetzt unseren Zug, der jetzt sich auf den Weg macht auf die Nebenbahn und hier erstmal von Breslau ausfährt und jetzt in Sternschanze noch einen Halt einlegt. Zumindest sollte er das. Und dann sich weiter auf die Nebenbahn bewegt. Ja, da ist er wieder. Ja, zur Lok. Es ist also von uns, also von meinen Fremo-Leuten im Moment nur eine einzige sogenannte Kreuzspinne einsatzbereit und hat die richtige Farbe und die richtige Epoche. Das ist diese hier von meinem Modellbahnkollegen. Hat immer ein bisschen rumgezickt auf dem Treffen, da wissen wir nicht, was da passiert ist. Musste da irgendwie Gestänge richten. Da hat wohl jemand mal ein bisschen zu intensiv zugepackt. Und er hatte deshalb immer das vordere Drehgestell verloren und da musste er dann mal eingreifen und das wieder in Ordnung bringen. Dann ist er wunderbar gefahren, das ganze Treffen. Ja, es waren leider, na was heißt leider, es waren viele Leute da, die jetzt, naja, nicht so in der Epoche drinstecken oder überhaupt so intensiv im Fremo drinstecken und wo der Umgang mit solchen
Fahrzeugen auch ein bisschen ungewohnt ist. Das hat man also da schon gemerkt. Es gab so irgendwie abgebrochene Puffer und dann hier mit der Lok das Theater. Und ja, ich habe mich aber auch als Grobmotoriker betätigt. Ich habe also den Aufstieg an dem Güterwagen abgebrochen durch ein bisschen eine ungeschickte Aktion. Also ich nehme mich da auch nicht aus. Da müssen wir alle noch ein bisschen üben. Hier an der Lampe ist auch noch ein bisschen Arbeit. Da leuchtet es an Stellen raus, wo es eigentlich nicht rausleuchten soll. Ich weiß, was da passiert ist. Das ist übrigens der Zug mit dem Verstärkungswagen und dem Kurswagen. Der erste war der Kurswagen. Der zweite ist der Verstärkungswagen, die wir ja im ersten Teil gesehen haben. Und nun sind wir hier in Heiligenfeld. Zug hat kurz gehalten. Aber die Pros, die bleiben das Geld wert. Ja, und setzt sich dann wieder in Bewegung. Warum er jetzt hier auf der Weiche stehen bleibt, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, der Lokführer und der Fahrdienstleiter haben sich da irgendwas dabei gedacht. Da zieht er von dannen. Ja, dann ist er hier in Schwarzbach angekommen. Erkennen wir hier wunderschön an dem Signal. Das ist übrigens bis auf den Kurswagen, der natürlich als preußischer Oberlichtwagen wahrscheinlich so in Sachsen nicht unterwegs war. Und auf der Windbergbahn gleich gar nicht, weil er da auch viel zu großen Achsstand hat. Ist eigentlich der Rest so fast der typische Windbergzug. Ne? Also auf der Windbergbahn der Personenzug. Da sind vier Windbergwagen dran. Und dieser vierte Klassewagen ist dort rumgefahren. Nur der Packwagen, da ist also ein kürzerer Typ unterwegs gewesen. Ich glaube, der hat auch zu lang Achsstand. Ja, sieht immer ein bisschen putzig aus mit den Trägestellen. Die Lok ist ja keine Mallet-Lok, die hat, es ist eine Meyer-Lok, das heißt, die hat zwei Trägestelle und hat dann auch noch die Zylinder innen. Ja, das klingt schon wieder wie gegendert, ne? Zylinder innen. Also hat die Zylinder innen, weshalb man dann von vorn und von hinten die Bewegung des Gestänges, also von vorne und hinten, sieht. Ne? Dadurch, dass wie Zylinder eben in der Mitte liegen. Also das ist eben ungewöhnlich für eine Dampflok. Ja, und dann kommt hier in Possendorf an, was ja im Moment noch so ein bisschen Sandwüste ist. Aber das wird sich auch noch ändern. Im Bahnhof wird dann auch umgesetzt. Das ist also hier jetzt schon weg vom Zug. Fährt hier über Gleis 2 am dortigen Bahnsteig entlang, wo ich sehe, dass ich das auch noch mal ein bisschen altern muss. Wieder an den Zug, der hier auf Gleis 1 steht.
Das haben wir ja im Prinzip aus einer anderen Perspektive im ersten Teil schon gesehen. Ja, und dann geht es nicht etwa auf die Strecke, sondern es passiert was anderes. Im Prinzip haben wir auch das im ersten Teil schon gesehen. Ja, jetzt, wenn jetzt noch ein paar Leute drin gewesen wären, die wären es fürchterlich durcheinander geflogen. Ja, der gesamte Zug wird nach hinten geschoben. Und die beiden Wagen, der Kurswagen und der Verstärkungswagen, werden abgestellt. Ja, das war der eine Fahrplan, in dem ich mal frei filmen konnte, weil Possendorf freundlicherweise ein Fremo-Kollege als Tschechien übernommen hat. Der Gott sei Dank gut Deutsch konnte, also ich bin ja mit irgendwelchen Fremdsprachen leider völlig überfordert. Das gilt auch für Englisch, geschweige denn für Tschechisch. Das ist mir leider nicht gegeben. Ja, und dann fährt der Zug wieder aus. Und begibt sich hier wieder auf die Strecke. Durch Waldenau. Ich muss immer überlegen, weil ich habe immer Waldenau, weil das... Ort Weidenau, der hat mich viel öfter begegnet als das Waldenau. Und wenn sich da sowas im Kopf immer festgesetzt hat, dann hat man immer irgendwie so seine Denkmomente. Zum Schluss noch ein paar Fotos. Also ich finde, da hat Gütold ein sehr schönes Modell hingestellt. Und der Kollege hat es schön umgefärbt. Was ich jetzt beinahe vergessen hätte, also wer jetzt die Lok sich von vorn mal angeguckt hat, sieht natürlich, dass das nicht die originalen Gützold-Lampen sind. Also er hat es nicht nur umgefärbt, sondern auch umgebaut. Ne? Also unter anderem die neuen Lampen dran. Ja, und es waren natürlich selbstverständlich auch andere Loks unterwegs. Es waren ja immer ein Nahgüterzug und zwei Personenzüge unterwegs. Der Nahgüterzug, der ist hier, glaube ich, gerade im Werden mit dieser Lok, die den wahrscheinlich dann abholt in Görlitz. Hier ist der zweite Personenzug, der auch mit sächsischen Wagen unterwegs waren, die allerdings ein bisschen länger waren als die Windbergwagen. Da haben wir vorne den Milchwagen dran, der eigentlich bayerisch ist, aber ja, der hat sich halt hier auf die sächsische Nebenbahn verlaufen. Und der letzte Wagen ist quasi ein Schutzwagen, weil sie wie wir den Packwagen umgehangen haben. Hier haben wir dann nochmal Possendorf in seiner gegenwärtigen Pracht. Hier wechseln wir mal kurz auf die Hauptbahn. Das ist also die sächsische Lok, die eigentlich für den Güterzug vorgesehen war. Allerdings wurde die dann irgendwo anders gebraucht. Das ist also auch ein Modell für Pico, was mir mein Modellbahnkollege dankenswerterweise umgefärbt hat. Bei Pico hat sie zwar auch mittlerweile, glaube ich, als Länderbahn rausgebracht, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Hier nochmal Schwarzbach. Aber damals war das eben nicht verfügbar.
Ja, das ist hier die Baureihe 71. Die leider ein bisschen dazu neigt, dass sie quietscht. Also wir hatten drei Lokomotiven, also insgesamt von vier Maschinen, die unterwegs waren, waren drei, die gequietscht haben. Hier nochmal ein Blick in Trüller, die Keksfabrik, wo man auch Kritik loswerden muss, dass das Krümelmonster vergessen wurde. Das ist also ein, sagen wir mal, das ist sehr, sehr schlimm gewesen. Das können sie echt nicht angehen. Also das Krümelmonster zu vergessen, das sitzt sonst immer dort, da steht ein Stuhl, da sitzt das Krümelmonster drauf. Hier auch noch Rangierarbeit, hier wird jetzt gerade der Milchwagen abgeholt. So, wenn sich jemand wundert, warum noch so viel Possendorf hier dabei ist, das liegt einfach daran, dass ich ja bis auf einen einzigen Fahrplan immer in Possendorf war. Und ja, ich könnte also nur dort weg, wenn entweder kein Fahrplan war oder wenn dann irgendjemand übernommen hatte. Und deshalb ist natürlich viel Possendorf gefilmt worden. In vielen Nebenbahnen. Wobei das Hauptbahn, da kommt auch noch einiges zusammen. Ja, Milchwagen wird aus dem Ladegleis geholt, kommt jetzt vorne an den Personenzug. Wenn ich mich recht erinnere, war das der allererste Fahrplan. Da war früh die erste Aufgabe, diesen Milchwagen da dran zu hängen. Aber abends der letzte kann es nicht gewesen sein. Nee, da muss er noch beladen werden. Meistens ging es aber so, ich meine, gut, hier ist das ist ja die Endstation, aber meistens ging das so. Das hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Milchwagen hält am Bahnsteig, Türe auf, Milch kann rein, Türe zu, weiterfahren. Ja, also das ist so normalerweise der Ablauf. Also um da irgendwo einen Milchwagen direkt für die Bauern hinzustellen, da müsste dann schon sehr viel Weide- und Milchwirtschaft dann betrieben worden sein. Ich glaube, da war Possendorf zu klein. Aber naja, das geht ja hier darum, auch den Betrieb ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten, damit man nicht einfach bloß hin und her fährt, sondern hier, naja, ein bisschen Spaß am Rangieren hat und an den Aufgaben, die so gestellt werden. So, wir sind hier in Schwarzbach, es ist wieder eine 71 unterwegs. Diesmal hat sie mehrere Stückgutwagen mitgebracht. Mir kommt fast so vor, es ist einer zu viel. Ja, zum Schluss noch dieser Wagen. Das ist also 3D-Druck. Ne? Das, er ist allerdings, hat er ein typisches Problem der 3D-Druckwagen gehabt. Da sind dann irgendwann die Achsen rausgefallen, weil einfach die 3D gedruckten Achshalter sich dann irgendwann mal nach außen biegen. Es gibt da Momente die Bestrebung, die aus Messing zu machen und Messing zu ätzen. Alternativ wäre noch die Möglichkeit gewesen, da Tricksachsen einzubauen, weil da ja kein Druck nach außen ausgeübt wird. Könnte also sein, dass sie halten. Außerdem sind die Lager der Tricksachsen viel länger als die bei anderen Herstellern. Ja, so viel erstmal zu der Nebenbahn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus. Und wenn ihr die weiteren Folgen sehen wollt, abonnieren ist kostenlos und liken tut nicht weh.